Hey ho, meine Lieben, heute machen wir Chicken im Pitterbrötchen. Ja, ein anderer Titel ist mir nicht eingefallen und keine Angst, das ist keine alte Folge. Meine Klamotten sind alle in der Wäsche. Gut, aber dann gehen wir schon darüber und schauen wir, was wir alles benötigen. Hier haben wir jetzt dann schon unsere komplette Übersicht. Ich habe Hähnchenbrust und Hähnchenschenkel. Das Ganze wird angegrillt mit ein bisschen Rauch, natürlich gewürzt, die Hähnchenschenkel noch entbeint und enthäutet. Das tun wir gleich komplett weg. Dann im Topf, also wenn es angegrillt ist, kommt es in den Topf mit ein bisschen Hühnerbrühe oder was ist das, Geflügel vor. Im Topf noch ein bisschen Bacon vorher anbraten, weil alles wird ja bekanntlich besser mit Bacon. Dann kommen noch Tomaten mit rein und eine Creme Fraiche zum Schluss. Ja, und auf die Pitterbrötchen kommt dann zusätzlich noch ein bisschen Feta mit drauf. Ja, mit was würzen wir es? Ja, wo ist es denn? Hier ist es. Ich habe mich heute für ein Gyros-Gewürz entschieden, und zwar das vom Klaus. Ihr könnt natürlich jedes andere Gewürz nehmen, was ihr möchtet. Gut. Die Teile kann ich ja gleich auf die Seite tun. Da brauchen wir jetzt einmal gar nichts machen. Und dann werde ich jetzt die Hähnchenschenkel enthäuten und entbeinen. So Leute, das Zeug entbeint. Also ich habe jetzt absichtlich die Szene komplett weggelassen, weil das Drama zeige ich euch nicht. Man hätte alternativ auch die kompletten Schenkel mit draufhauen auf den Grill und dann in den Topf tun können und hinterher, aber ich wollte gleich Knochen und ja, klein Knorpelzeug alles draußen haben. Und ja, das haben wir jetzt. Dann tun wir das hier jetzt mit in die Schale rein und dann können wir auch schon würzen. Wie gesagt, welches Gewürz ihr dazu nehmt, ist euch überlassen. Ich habe mich jetzt nun mal für das Gyros hier entschieden. Dann tun wir das ordentlich einwappen. Ja, nun, das waren noch vorher drei. Da hat sich's versteckt. So, das Ganze kommt jetzt bei mir noch mal ganz kurz in die Kühlung. Tja, den Grund werdet ihr mit Sicherheit schon kennen. Ja, ich habe den Grill noch nicht angeheizt, wie üblich. Okay Leute, dann Grill anheizen und danach sehen wir uns draußen. Ja, und die anderen Zutaten werde ich dann auch schon alle draußen haben. Wir wären soweit, es raucht wie verrückt. Ich habe mir Hickory Chunks genommen. Boah. Und da hauen wir jetzt unsere Hähnchenteile erst einmal schnell drauf. Oh Gott, so. Rauch in den Augen ist so unangenehm, habe ich mal wieder festgestellt. Heiligsblechle. Ich will ja gleich einen Meter weggehen. Und so lassen wir jetzt das Ganze erst einmal ein bisschen Rauch ziehen. Während hinter mir ja, das Hähnchen so vor sich hin räuchert. Mmh. Mmh. Ganz genau nach Schicht Bacon. Aber ihr wisst ja, was ist besser als Bacon? Ganz klar, noch mehr Bacon. Den lassen wir hier jetzt schön anschmurgeln und dann stellen wir den Topf dabei auf die Seite, bis das Hähnchen, das Chicken, soweit ist. Aber hier können wir auch ganz kurz mal reingucken. Wenn man was sieht vor lauter Rauch. Also ich denke, das nimmt auf alle Fälle etwas von dem Rauch an. Drehen wir die ganzen Teile einmal um. Also so 10, maximal 20 Minuten lassen wir es hier im Rauch. Und dann können wir es auch schon im Topf tun. Joho!
Viertelstunde, 20 Minuten. Das reicht jetzt vollkommen aus, dass da der Rauchgeschmack eingezogen ist. Hey Leute, mir Rauch in den Augen ohne Ende. Und dann gehen wir rüber zum Topf. Ja, so ganz hundertprozentig knusprig ist der Bacon nicht. Das wollte ich auch gar nicht. Aber so wie er aussieht. Perfekt. Wir haben jetzt hier unten unser Bacon Shield. Und da können wir jetzt unsere Hähnchenteile drauf positionieren. Schatz, du weißt immer noch nicht genau, was ich vorhab, gell? Ich weiß nicht, ob das schon ganz durch ist, gell? Also ich würde es sein lassen. Aber wir werden es wahrscheinlich gleich erfahren, ob es ganz durch ist. Zumindest das Eckstück da. So. Und ist durch? Okay. Scheint durch zu sein. Dann kommt unser Geflügel vor. Gießen wir etwas an. Je nach Topfgröße. Ich glaube, da können wir schon fast, ja. Bisschen kann man auch noch reinkippen. Ja, du wolltest es unbedingt probieren. Und dann können wir unseren Deckel drauf tun und vielleicht noch zwei, drei Kohlen oben positionieren. Ja, und so lassen wir jetzt das erste Mal Dreiviertelstunde stehen. Wir haben es jetzt gleich 5:30. Ja, so 6:30, okay. Wir haben es jetzt 6:30, also so bis, sagen wir, bis 7 Uhr, und dann hauen wir das nächste mit hinein. 6:50 haben wir es. Wir nehmen jetzt kurz mal den Deckel runter und tauschen mal das Fleisch durch. Auch die Scheiben schön. Das Sasch, das liegt das ganz genauso wie vorhin. Nee, das liegt komplett unter Wasser, unter Soße. Das drehen wir auch einmal um. Wir werden auf alle Fälle was von der Flüssigkeit, glaube ich, dann abschöpfen, weil das wird zu viel sein. Ja, wer ahnt jetzt schon, was wir draus machen? So Freunde, spätestens nach dieser Aktion jetzt, was jetzt kommt, wird jeder von euch wissen und verstehen, wohin die Reise geht. Yippie! Boah, riecht das gut. Alles Klärchen, Bärchen, hat der Stift jetzt gesagt bei uns. Naja, ein kleines bisschen könnte es noch. Jawohl. Schöner Rauchgeschmack drin. Lassen wir es gut sein, holen wir es raus. Oh, jetzt muss ich den Deckel hier wegtun. Da bläst man zu sehr die Asche umeinander.
glaube, das ist zart genug. Ja, definitiv. Ja, Leute, so schaut's aus. Hier tun wir jetzt noch ein bisschen was gleich von der Brühe abschöpfen. So viel brauchen wir da gar nicht. Aber Leute, das lasse ich jemand anders machen. Harry, kommst du bitte? Jo. Wenn Brüderchen mitessen will, dann muss er auch was dafür tun. Was brauchst du denn? Du gehst jetzt her und schöpfst hier die Brühe ab, bis bloß noch der Boden bedeckt ist. Bitteschön. Ja, den lassen wir jetzt hier werkeln und wir machen hier weiter. Und zwar mit einer schönen Rupforgie. Also man hätte ja auch das Video Pulled Chicken nennen können, aber nee. Soweit gerupft. Machen wir mal nochmal ein kleines Probiererle. Lecker! Weiter da drüben. Jo, das reicht auf alle Fälle jetzt aus. Nee, lass die jetzt drin. Gut, die Soße hat mein Schatz gesagt, will sie einfrieren für was anderes. Den Schöpflöffel kannst du rausnehmen. Und unsere Tomaten hier reintun. Hoffe ich, dass die Kohlen jetzt noch genügend Bums haben von unten. Unser Hähnchen kommt auch gleich wieder mit rein. Da muss ich jetzt tatsächlich gucken, ob die Kohlen noch ordentlich glühen da unten drin. Schon gezupft, mein Schatz. Ich brauche jetzt bloß noch ein paar ordentliche glühende Kohlen, dass wir noch ein bisschen die Temperatur von unten reinkriegen. Mal den Grill gucken. Vorsicht, weg da! Nicht, wenn ich mit glühenden Kohlen komme. Das ist gefährlich. Ich mache halt ein Branding. Ein Branding. Ich mache dir gleich den Deckel nochmal auf, wenn du reingucken möchtest. Moment. Selber. Doch nicht so umständlich. So, stellen wir hier wieder drauf und dann lassen wir es noch mal schön aufbrodeln. So schaut's aus. Und schmeckt? Kriege ich einen Daumen? Also so hat sie gemacht. Also wie gesagt, kurz aufbrodeln lassen und dann können wir auch schon unsere Pitterbrötchen auf den Grill schmeißen. Ja, auch die hätten wir selber machen können, aber keine Lust gehabt. Nicht nach dieser anstrengenden Woche. Ja, so sehe ich das eigentlich auch. Dann lassen wir die jetzt ein bisschen antoasten, anbräunen, angrillen und nachher können wir dann gleich zusammenbauen. Jetzt gehe ich mal davon aus, dass unsere Brötchen soweit fertig sind. Ja, komm. Kann man lassen. Ja, mal auf Zeit, bevor wir uns dann nachher gleich die Finger verbrennen. Und dann gehen wir nochmal zum Topf. Und hier kommt jetzt die letzte Zutat des heutigen Tages rein.
Und das wäre das Creme Fraiche. Ich habe hier jetzt eins genommen mit Kräutern. So, das Ganze unterrühren. Und dann lassen wir das jetzt bloß noch 2-3 Minuten offen stehen. Und dann können wir schon unsere Pitta-Brötchen zusammenbauen. Ja, und wie ich das sehe, hat Schatz sogar noch einen Salat hergerichtet. Wunderbar, wunderbar. So Leute, kurze Brötchenvorbereitung. Irgendeins war schon halbert offen. Ja. Naja, ganz ehrlich, die Brötchen habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt, wenn sie aufgebacken sind, aber jetzt haben wir sie nun mal, jetzt essen wir sie auch. Verdammt, und ich habe 2 Päckchen davon gekauft. Aufklappen. Gleich jeweils unten an Salat reinstopfen. Dann wissen wir gleich, was unten ist. Da fällt das Brötchen schon auseinander. Ja, und dann hole ich mal den Topf her. Nehmen wir unsere Brötchen. Und tun ordentlich von den Hähnchen hinein. Hier kommst du jetzt. Ja. Und so sieht es dann aus. Oh, Hähnchen und Bacon, lalalala. Ja, und dann noch den dritten. Tada! Den lasse ich mir jetzt schmecken. Haha! Jetzt sitze ich dran. Wir wollten gerade alle essen. Und dann kam die Frage, wo ist der Feta-Käse? Ja, Schatz holt schnell und dann tun wir noch schnell den Käse drauf. Ist halt so. Vergessen. Einmal auch alles wieder in den Kühlschrank räumen. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt, mein Schatz. Ich habe nichts gesagt. Ja, nichts habe ich gesagt. Nein, nein. So Leute, jetzt ist der Feta-Käse drin und jetzt sind sie fertig. Danke, mein Schatz. So Freunde, jetzt ist natürlich die Frage, wie essen? Wir haben uns alle für Messer und Gabel entschieden, einfach weil es wahrscheinlich sonst eine zu große Sauerei wäre. Schauen, dass ich von allen ein bisschen was erwisch. Und dann kommt Probierle mit Fazit gleich. Ja, oder so ähnlich. Deiner sieht auch schon aus wie eine Buchstabe. Ne, Leute. Ich muss erst aufessen und dann Fazit, aber so viel kann ich schon verraten. Ja, dann kommen wir natürlich noch zum Fazit. Leute, ich kann bloß sagen, das Brot war. Aber der Rest war absolut lecker. Habe ich das so korrekt gesagt, mein Schatz? Naja, also das Brot ist halt nicht wie er selber macht. Ja. Das ist halt schon mal das Erste. Aber. Das ist ja mal das Erste. Was ist das Zweite dann? Der Rest ist sehr lecker. Der Rest ist sehr lecker. Ja, Glück gehabt. Nee, also. Ich fand es sehr stimmig. Bis auf das Brot. Aber gut. Nächstes Mal machen wir definitiv wieder eins selber für sowas. Die sind dann 1000-mal besser. Der Rauchgeschmack da drin kam mal richtig gut zur Geltung. Hat sich gelohnt, das vorher auf den Grill zu legen. Rupfen hat sich sehr gut lassen. Mit den Tomaten mit drin, dem Gewürz und ja, aber da den hätten wir, anstatt Tomaten hätten wir ja auch
irgendwas mit Erdnussnüsse oder mit Hätte Kokos. Man hätte Fahrradkette, man hätte viel machen können. Ich habe es jetzt so gemacht und ja. Als Vorschlag war ja das. Ja, bevor ich jetzt noch lange rede, ich fand's super lecker. Harry, was sagst du dazu? Gut. Der Typ, was bloß vorbeikommt, wenn er Arbeit für mich hat. Ja, so sind halt die Brüder. Und dann haben wir heute noch ein ganz seltenes Fazit. Die Frau Nachbarin. Lecker, einwandfrei, super, wie immer halt, ja? Jo, gut. Dann haben wir alle durch, wo mitgegessen haben. Leute, ich kann es bloß wieder sagen, Glocke aktivieren unten, um kein Video zu verpassen. Und ansonsten würde ich mich über einen Daumen und natürlich ein Abo freuen. Leute, wir sehen uns. Ciao.